So Leute, ich bin wieder da. Willkommen zurück bei Kerbal Space Program. Wir stehen hier kurz vor Moon. Ich habe noch mal ein bisschen hier eingestellt. Wäre auch geil, wenn wir hier drinnen landen würden. Aber wenn ich jetzt sage, ja hier wir landen. Aber das würde mir echt zum Problem werden, glaube ich. Müssen wir mal gucken, ob wir das nicht trotzdem irgendwie hinbekommen. Also irgendwie in einigen großen Kratern. Ich habe ja versucht in diesem Canyon, was da mehr oder weniger ist, zu landen. Aber das war ja auch nicht so berauschender. In gut einer Stunde und 15 Minuten haben wir das, dass wir da drosseln können. Natürlich habe ich jetzt ein paar Geschwindigkeiten plus gemacht. Wow, ich muss echt aufpassen. 47 Minuten. Ich guck mal kurz, hier kommen wir langsam Richtung Moon. Ja, und das ist eigentlich gar nicht, wäre gar kein Debris, weil das ist eigentlich hier, wie gesagt, noch ein Informationsknoten. Da könnten wir super locker, wenn wir da vorbeikommen. Boah, 11 Minuten. Also da ist, wie gesagt, noch eine Sonde dran. Also die wird zwar keinen Strom haben, wenn wir dann anschließend, ist ja geil, wenn wir dann anschließend zurückgehen, aber wir können ja jederzeit wieder Strom mit dem Satelliten teilen. Okay, wie werden wir an dem blauen Teil hier uns ein bisschen haften mit dem SAS-Modul? Noch ein paar Minuten vorspulen, so dass es ca. 2 Minuten sind, also viel mehr brauchen wir nicht. Wow. Okay. Und dann werden wir uns auf Kurs halten. Da sehen wir übrigens eine Flagge, müsste es dann sein. Und noch das andere Modul, was wir da hatten. Die lilanen Sachen sind, die türkischen Sachen sind, glaube ich, immer Flaggen. Und das Graue ist halt dieses Modul, was da eben noch ist, dieses Wissenschaftsmodul. Gut, jetzt sind wir sogar so niedrig, dass gesagt wird, hey, wir kommen ja Richtung Surface, nicht mehr Orbit. Ja, Surface ist dann nicht mehr so viel, aber, also Surface muss man relativ niedrig sein, aber wir sind ja eher im Bereich Orbit. So, 1 Minute 16 dauert es noch bis zum Periapsis. Wir sind 1 Minute 15. Wir halten das ganz gut und locker. Ich bin echt zufrieden damit momentan. Wir mussten auch nur 200 Meter pro Sekunde runterdrosseln. Das ist echt nicht viel. Also das ist ein guter Wert für den Anfang. Ich muss nur schauen, ob das mit der Zeit jetzt funktioniert und klappt. Dann wäre der Periapsis bei 24.000 und der Apoapsis bei 43.000 Meter. Das ist auch nicht so das Problem. Wie gesagt, hier so eine Canyon-Sache wäre ganz cool, weil ich hoffe, dass es einfach ein bisschen neuer Biom ist. Sonst, ja, auf dem Orbit gibt es natürlich einige Easter Eggs, die, glaube ich, das auch abbilden, so ein neues Biom, aber ich weiß es nicht. So, langsamer werde ich auch langsamer werden. Immer eine schöne Bezeichnung. Wir kommen, Bob ist cool. Ach, Bob ist cool. Ah ne, Bob ist cool ist doch da hinten gewesen. Ich war da gewesen. Moon! Da sind wir schon vorbei. Wow. Wir sind schon längst mit anderen Sachen vorbei. Der Periaps ist bei 1000 Meter. Ui, da muss ich jetzt kurz mal korrigieren. Das sind ja nicht allzu viele Sachen, die ich korrigieren muss. Paar Meterchen. Aber wenn wir es nicht korrigieren, dann würden wir einfach auf knallhart auf den Boden knallen. Und darauf habe ich keine Lust. So, das werde ich natürlich bis zu, sagen wir, 15.000 Meter erhöhen. So, 7.000 Meter. Ja, ich muss mal versuchen, mal ein bisschen anders zu machen. Das erhöht sich leider auch damit. Allerdings, wir müssen das so machen. So, 11.000. Ja, komm. Brechen wir ab. Vielleicht schaffen wir das sogar, was mich interessieren würde. 4 Minuten. Eieieiei, da bin ich mal gespannt.
das für ein Manöver, bitteschön? Add Manöver. Jetzt wie hier. Runter. Oh Gott. So, hier versuchen zu landen. Ich hoffe, es klappt. Wie gesagt, wir sind ja schon einiges an Treibstoff, was wir haben. Und ich würde gerne, auch wenn hier extrem viel Treibstoff noch dran ist, mich schon mal abkoppeln. Die Couple Node. Mit Bob. Ah, jetzt haben wir die Information natürlich nicht mehr. Die Fallschirme sollten noch nicht aktiviert werden. Active Engine. Active Engine. Active Engine. Und Active Engine. Kurz zusammenfassen, so dass es ein bisschen hält. Okay. Das war ein neues Manöver in 36 Sekunden. Ups. Wie gesagt, wir wollen hier runter. Und dann wollen wir hier rein. Noch ein bisschen höher vielleicht. Genau. So ist gut. Und wir jetzt noch mehr Meter pro Sekunde brauchen? Ich weiß es nicht. Jetzt werde ich mal da einleiten lassen. Und ich hoffe, ich komme dort zurück zu dem Modul. Wäre cool, wenn es klappt. So, schwenken wir mal das alles ein bisschen um. Bisschen niedriger werden mit dem Treibstoffverbrauch. Wäre auch geil, wenn es in dem Canyon drin wäre. Wie sieht es aus mit Treibstoff? Ja, da haben wir nicht viel verbraucht. Das ist gut, das ist sehr gut. Ich würde sagen, es reicht. Wir werden vielleicht die wirklich hier machen. Vielleicht klappt das ja ohne Probleme. Erstmal wieder. Mal zack. Wegmachen. Das ist der Launcher. Lander, genau. Und dann müssen wir gucken, ob wir das vielleicht irgendwie hinbekommen, dass wir wieder hier zu dem zurückkommen. Was haben wir jetzt für einen Status eigentlich? Ich kann es nicht sehen. Landen tun wir jetzt auch relativ fix. An dem Punkt müssen wir uns halten. Gears raus. Allerdings, wir fallen noch nicht mal 100 Meter pro Sekunde runter. Muss ich gucken. Ich hoffe, ich komme hier über den Berg rüber ohne große Probleme. Sollte laut Angaben eigentlich wirklich nicht so ein Problem sein. Will erst später abbremsen. Wir können relativ schnell abbremsen, deswegen. Ja, versuche ich da meine Möglichkeiten auszutesten. Die Gears sehen auch ein bisschen merkwürdig aus. Ja, komm hier. Da noch mal ein bisschen raus. Gleichzeitig laden wir jetzt wieder Strom auf.
Ist immer gut. Wie gesagt, ich hoffe echt, wir kommen über die Berge ohne Probleme. Wir fallen, wir sind noch recht relativ vertikal. Auch wenn wir schon richtig schnell sind. So fallen wir noch nicht mal 100 Meter pro Sekunde und das ist jetzt für mich wichtig. Ich dachte hier, dieses Gebirge macht mir halt ein bisschen Sorgen. Dass es hier vorne ist. Wenn wir das passiert haben, also an dem vorbei sind, heißt ja auch passiert, dann werde ich bremsen. Wahrscheinlich relativ schnell bremsen, weil wir jetzt immer schneller werden. Müssen wir auch versuchen, dort irgendwie zu halten. Ich sehe auch schon die Steine hier auf dem Boden so langsam ein bisschen aufglitzern. Und das macht mir halt dann doch ein bisschen Sorgen und Kummer, dass das vielleicht ein bisschen vermessen wird. Oh Gottes Willen. Wird das knapp. Gottes Willen. Ich will aber noch nicht abbremsen. Wow. Ich sehe meinen Schatten. Ich hoffe, der wird größer. Und. Oh Gottes Willen. Oh Mann. Wow. Meter pro Sekunde. Bremsen. Wow. Die ganze Zeit mit Schatten sehe ich ja. Hier ab dem Moment, wo es wieder hochgeht. Langsam X drücken, okay. Ich will nur noch 30 Meter pro Sekunde. Wow. Oh Gott, er hat rechtzeitig X gedrückt. Krasse Sache. Oh Mann, Leute. Da kriegt man echt Schweißperlen auf die Stirn. Bill macht das nie wieder. Er schreit auch schon für mich. Wir sehen schon den Schattenbild, das ist nicht mehr schlimm. Wenn der Schatten, wenn man den Schatten sieht, dann ist es entweder gleich aus oder wir sind auf einem guten Weg. 3,1 Meter. Und aus. Wow! Bill! Okay. Eieiei. Wie sieht's aus? 100 Zeins. Das ist geil. Es scheint wirklich ein anderes Biom zu sein. Keep Data. Das bringt mir glaube ich nichts, aber das hier. Log Temperature. Keep Data. Jetzt können wir hier nochmal kurz einen EVA Report machen. Crew Report. Keep Data. Jetzt sagen wir einfach mal raus mit den Daten erstmal. Wow. Eieiei, Leute. Krasse Sache. Das ist auf jeden Fall ein anderes Biom. Das kann ich jetzt schon sehen. Dann. Ordentlich Science-Punkte abkassiert. So. Dann. Bill. EVA. Let's go. Ach, wir haben die Leiter noch nicht. Ach, dammit. Die Leiter vergessen. Plant Flag. Und. Was ist denn hier? I am Bill. Oh, ohne Zusatztext? Reicht auch aus. Bill braucht keinen Zusatztext. Bill ist gut genug. Krasse Sache, Leute. Krasse Sache. Wir können mal gucken, wo wir gerade uns befinden. Ja, dort, wo wir es mehr oder weniger geplant haben. Also, hier wäre vielleicht nochmal interessant, aber... Ja...
Ich denke, ich werde wahrscheinlich dieses Modul leider Power Rocket 3 mehr oder weniger in Ruhe lassen, denn die, die den Treibstoff wir noch haben, werden wir nutzen, um zurück nach Kerbin zu kommen. Ja, also das würde ich behaupten. Das momentan würde sich, ich glaube, die Anstrengung, die wir machen müssten, um dorthin zu kommen, das wäre zu krass. Sieht man hier irgendwas Interessantes auf dem Planeten? Ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, erstmal Bodenprobe nehmen. Behalten wir mal die Daten. So. Und. Uff. Mach ihn nicht kaputt. So. Apropos, ups, die EVA-Suits sollen später dann Monopropol nehmen. Grab. Board. Also das, was man auch hier hat. Beleuchtung muss ich auf jeden Fall bei den zukünftigen Ländern mit beachten. Auch wenn ich mich frage, warum der dauernd hier hell ist, aber Beleuchtung wäre ganz gut. Ich glaube, das ist immer noch ein Bug. So, dann würde ich sagen nochmal Log Temperature, Keep Data, Observe Material, Keep Data, da, Keep Data, das sagt natürlich, geht gar nichts, Crew Report, Keep Data meinetwegen. Ja, und dann würde ich mich langsam wieder aufmachen, Richtung nach Hause. Werden wir hier 90 Grad schon einlenken lassen. Ja, dass die Fallschirme hier sind, ich hoffe nicht, dass das zu einem großen Problem wird. Die Fallschirme, ich werde vielleicht nochmal, wenn wir dann im Flug sind, nochmal kurz ein EVA machen und gucken, ob ich die Fallschirme reparieren muss. Wenn es so ist, dann ist blöd. So, jetzt schauen wir mal nach. Wie sieht's aus? Bauen hier langsam Apoapsis auf. Kann man das ein bisschen so aus, wenn ich das hier mache? Ein bisschen mehr in dem Bereich. Geht der nach unten oder nach oben? Hier geht weit nach unten. Genau andersrum möchte ich es ja haben. Ich möchte nach dem Bereich dann. Jetzt zurück auf 45 Grad machen. So, wir haben schon Apoapsis jetzt. Wir haben Moon-Apoapsis von 45.000, 60.000. Ja, und wenn wir jetzt hier langsam, ja, wenn der Apoapsis hier ist, können wir abbrechen. Machen wir mal ein Manöver. Nee. So ein Manöver wollte er nicht. Nee, andersrum. So. Na, komm, der war schon mal gar nicht mal so schlecht. Können wir mal gucken, ob wir noch irgendwas anderes hinbekommen. Ne, so, war noch ganz gut. Und hier, nö. Ne, das ist dann nur Verschwendung. Okay, 9 Minuten 45. Dann fliegen wir auch ordentlich Richtung Kerbin. Ja, sieht auch diesmal wesentlich besser aus. Also die Geschwindigkeit, die wir gedrosselt haben, war schon ein bisschen krass gewesen. Ein bisschen vorspulen. Ich glaube, vom Treibstoff müsste es ausreichen. So.
X kurz. Ich will mal kurz was schauen. Ja, auf jeden Fall haben wir Orbit erreicht. Mal gucken. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier Stopp mache und sage, ab beim Apoapsis das Manöver einleite? Nee, nicht so, sondern... Genau, sowas. Nein, auch nicht sowas. Genau, Imperiapsis. Oh, das war jetzt gerade auch falsch, weil wir kurz... So. Okay. Es dauert nochmal 4 Stunden. Und sind aber nur 134 Meter pro Sekunde. Die GS können wir jetzt auch wieder zurücknehmen. Zack, brauchen wir nicht. Ich suche mal wieder blau. Müsste genau da sein, genau. So, wie gesagt, dauert 4 Stunden nochmal. Bill freut sich. Bisschen schneller machen. Und 3 Stunden, 2 Stunden, 1 Stunde. Okay, 35 Minuten. Ja, ein bisschen mehr. Ist schon okay. So dramatisch sieht es dann auch nicht aus. Weil die Moon da. Wow, jetzt sind wir ein bisschen über das Ziel hinausgekommen. Man sieht, es bewegt sich schnell, verdammt schnell runter und wir nicht mal, wir haben 25% von dem, was wir machen könnten. Okay, kurz abbrechen. Mal schauen, wie lange das runtergehen kann. Ohne dass es große Probleme macht. Dauert mir zu lange. So. Ich werde warten, bis ich hier bin am Apoapsis. Dann geht's schneller. Gut. Dann werden wir gleich den Moon verlassen. In circa 4 Stunden. Und am Apoapsis sind wir dann in 17 Stunden. Wie sieht's ja hier noch drin? Dreht Power Rocket 3. Okay, na? So. Okay, reicht aus. So, jetzt will ich mal hier Manöver einleiten. Ich will ja nicht 17 Stunden noch rumreisen, sondern jetzt gleich versuchen, einfach den Periapsis auf gut, ja, was sagen wir, 35.000 Meter. 80.000, sagen wir auf 30.000 Meter runter. Ist er verschwunden. 3.000. Bricht mir das ganze System zusammen. So, 33.000 Meter. Das können wir in 22 Minuten einleiten. Oder was passiert, wenn wir ein bisschen das beschleunigen? Und vielleicht noch ein bisschen Treibstoff sparen. In 3 Minuten. Auch wieder nur 158 Meter pro Sekunde. So. 70.000. 65.000. 55.000. 48, komm schon. 36. Noch ein bisschen. 35. Gut. Ach komm, noch ein kleines bisschen. Zack. Wird schon nicht so viel sein. 25.000. Ja, ist gut. So, dann gehen wir wieder mal Richtung blauen Symbol. Was sagt der voraus, wie lange wir bräuchten? Hier 5 Stunden 44, hier 5 Stunden 6.
ja, würden halt ein bisschen Geschwindigkeit dazulegen. Kommen wir schon mit einer schönen Geschwindigkeit an. Na komm, ein bisschen beschleunigen können wir. Zehnfache Geschwindigkeit. Müssen wir auch nicht 2 Minuten warten, das ist absolut Schwachsinn. So, 45 Sekunden. Ja, da kriegt man schnell hin. Ich glaube, in 20 Sekunden haben wir das. Wir haben ja gesehen, wie schnell wir auf dem Boon abgebremst haben. Das war schon krass. Aber war mir teilweise auch ein bisschen zu eng. Also das war schon ziemlich krass, muss ich mal sagen. So, das war echt ordentlich. Ich will mal kurz auch das jetzt stoppen. Das kann ich auch per X-Taste bremsen. Und dann haben wir noch ziemlich viel. Noch ein bisschen weiter runter. Und dann haben wir noch ziemlich viel Treibstoff übrig. So bei, wie gesagt, 30.000 würde ich dann gerne oder 28.000 abbremsen. So. So, ja. Was ich jetzt möchte, ist, ich mache mal kurz EVA. Boah, hell. Grab machen wir nicht, wir machen eine Rakete. So. Kannst du was machen mit den Dingern? Nee, irgendwie nicht. Ich hoffe nicht, dass sie kaputt gegangen sind. Also, da passiert erstmal nichts. Demzufolge würde ich sagen, ist auch nichts Schlimmes. So, und Board. Dann würde ich sagen, spulen wir die Zeit vor, bis wir dann Richtung, ja, hier hinkommen. 5 Stunden dauert es ja. War eine extrem kurze Mission. Ich glaube, in 24 Stunden war immer da und wieder zurück und nicht mal. Die Zeit bisher 10 Stunden, 15 Stunden hat es dann gedauert. Zum Moon zu landen, Informationen zu sammeln und wieder hoch. Okay, wir waren auf dem Moon extrem kurz nur, aber war auch trotzdem ziemlich gut. Hier ist übrigens, wo die Flagge ist, wissen wir ganz genau, da ist übrigens die Basis, kann man das so nennen. Ach, und wir landen eh auf der Sonnenseite, weil die Rotation wird sich, die ändert sich ja nicht groß. Also die Rotation hat sich zwar geändert, aber wir werden ja trotzdem da landen. Ich hoffe, wir landen auf der Sonnenseite. Wäre schön. Gut. Solarpanels, auch zieht sich jetzt gerade wieder die Folge ein bisschen, ich weiß, aber Solarpanels lassen wir nochmal dran. Oh, 7 Minuten noch. Echt? Krasse Sache. Ich hoffe, das reicht mit der Energie. Jetzt mache ich mal kurz das aus. Und in dem Moment, wo sich die Nadel bewegt, werden wir langsam auch die Solarpanels einfahren. Sonst, also ein bisschen Strom brauchen wir schon, um noch die Informationen mitzuteilen. Nicht die Leertaste drücken, ist übrigens nochmal so ein wichtiger Aspekt. Ich werde wahrscheinlich extra hier so eine Zwischenstage machen. Vielleicht noch eine Zwischenstage mit dem Fallschirm. Kann ja nie wissen. Bedeutet es eigentlich mit dem. Ich weiß nicht, was blau bedeutet. Aber ich hoffe, die gehen trotzdem auf. Wenn nicht, wir haben noch Treibstoff da. Da bin ich mal gespannt, ob das Treibstoff so viel bringt. Zum Landen. Wir versuchen ja schon ein bisschen mit reduzierter Geschwindigkeit in Orbit reinzukommen. Nehmen wir einfach an Orbit, ja, an der Atmosphäre bremsen. Momentan sind wir so um die 1000 Meter pro Sekunde, die wir verfallen. Was doch ziemlich krass ist. Wie gesagt, ein paar Solarpanels brauchen wir noch, um die Daten zu übertragen. Obwohl, die brauchen wir gar nicht mehr übertragen. Aber trotzdem werde ich die mal reinpacken. Noch geht's. Ich glaube, ab 70.000, 65.000 ungefähr. Geht die Nadel runter.
Kann man den schönen blauen Planeten Kerbal erkennen. So, jetzt geht's runter. Solarpanels werden nochmal in die Schranken gewiesen. Einen lasse ich nochmal kurz da. Ich muss mich noch ein bisschen hier rumdrehen. Genau hier lang drehen. So. Steht dann natürlich im Schatten. Pff. Kurz nochmal Sonne abbekommen. Und retract. Kurz SAS aktiv werden. Nur ganz kurz. Und SAS aus. So, jetzt kommen wir schon Richtung Atmosphäre. Bin mal gespannt, wie sieht's aus. Bremsen ab. Apoapsis ist noch bei 26.000 Meter pro Sekunde. 26.000 Meter. Aber ist auch nicht wirklich viel momentan. Und jetzt wird's warm. Verdammt warm. Wow, wir drehen uns, was mir gar nicht so gefällt. Was mir momentan auch nicht so gefällt, ist, ich denke, wenn wir noch zu schnell sind. Wabe! Ja, genau, jetzt müssen wir nämlich das abbekommen. Bremse! Bremse! Okay. So wie es momentan aussieht, werden wir hier landen. Ich habe die Fallschirme nochmal aktiviert, falls wir da aktivieren müssen. Wie scheint, aktivieren sie sich nicht. Es gibt erst ab 20.000 Meter. Weil ich bin mir da nicht so sicher. Ah, jetzt kommen die Fallschirme schon mal raus. Wow. Haben jetzt aber ordentlich Kraft hier. Ah, voll, es geht noch zum Glück. Ich hoffe, die Fallschirme machen das alles ein bisschen mit. Wie auch hier nach und nach immer ein bisschen Zoom hier Reibung ist und da Reibung. Ja, aber die Fallschirme bremsen schon ordentlich ab. Landen wir ein bisschen in der Wüste oder so? Wie man sieht, ist unsere Geschwindigkeit auch fast nur eine horizontale Geschwindigkeit, ähnlich wie beim Moon, wo wir da diesen Skandalmanöver gemacht haben. Aber das ist gut, dass die hier rechtzeitig noch rausgekommen sind. Und ihr habt gesehen, wir haben immer noch so einen Treibstofftank da oben um Moon herum. Wenn man einen richtigen Antrieb da drin hätte, so einen Antrieb, der so, wie wird er geschimpft, so einen Nuklearantrieb dort hätten, dann würde der ohne Probleme, also wirklich ohne weitere Probleme, der würde auch bis zu, auf jeden Fall bis zu Duna fliegen. Ich glaube zwar nicht unbedingt zurück, aber das würde schon gehen. Und ich bin mir auch sicher, dass der Länder auf Duna landen kann. Ich werde dann die Fallschirme sind dann wichtig. Und zum Schluss machen wir halt nochmal mit den Raketenbremsen, aber Duna hat ja nun mal eine Atmosphäre und dann sollte es schon klappen. So, und eins will ich nochmal kurz machen. Und zwar das hier. Barometer. Ja, behalten wir deine Daten. So, da ist der Schatten. Nochmal schön aufgegangen, ohne Dinge abzureißen. Danke. 8 Meter fallen wir pro Sekunde. Ist auch nicht die Großnummer. Großes Problem. Klein bisschen können wir meinetwegen bremsen zum Schluss, aber die halten, glaube ich, bis zu 12 Meter pro Sekunde Fall aus. Ist also nicht so das Problem. So, gelandet. Hey. Wie gesagt, X gedrückt. Ja, wie sieht's aus?
Wir gehen zum Space Center. Und ich würde sagen. Oh, wo jetzt gerade dunkel ist übrigens. Dass wir den Lander, der jetzt übrigens hier sich befindet, glaube ich. Wo befindet er sich? Hier. Dass wir den recover. Ja. Und die ganzen Science-Informationen bekommen. Ist doch einiges. Ich weiß aber gar nicht, ob wir einen EVA-Report gemacht haben. Idiot. Dann. So. Gehen wir wieder zurück. Und jetzt will ich mal gucken. 383 haben wir nur. Das ist blöd. Dafür brauchen wir. Ne, 300. Yes. Und wir haben die Nuklear-Engine. Juhu. Wir können Nuklearraketen hochschicken. Ob das so gut ist, das werden wir nächstes Mal sehen. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Und bis dann. Ciao, ciao.